Schön, vielen Dank. Mein Name ist Hanna Ehlers. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und Theaterpädagogin. Jetzt starte ich mal meine Präsentation. Erst einmal. So, genau. Ich habe gemeinsam mit meinen beiden KollegInnen Alexander Kuhn und Heja Waltinen vom Konfekt-Kollektiv in Kooperation mit dem Grips-Theater im Rahmen der Triennale der Moderne ein Audiowalk produziert, den Hansaplatz im Blick. Dieser ist aufgenommen und erarbeitet mit Schülerinnen und Schülern der Hansa-Grundschule und des Gymnasiums Tiergarten. Im Rahmen von Workshops haben wir uns die Bedürfnisse und Wünsche ans Hansaviertel angeschaut, auch um den architektonischen Wert zu erkennen, hier auf den Bildern. Ist einmal das zu sehen, was sich die Kinder und Jugendlichen so wünschen. Wir haben aber auch zum Beispiel Bürgerbefragungen gemacht zu Elementen im Stadtbild. Da sind sehr wilde Theorien draus entstanden, was es im Hansaviertel alles gibt oder gab oder was die architektonischen Werke sind. Daraus sind Anpassungen und Planungen im Stadtbild entstanden, die den Walk maßgeblich ausmachen. Der Walk behauptet eine Interbau 2019. Sehr wichtiger Bestandteil hierbei ist ein Gratis-Donutladen, der installiert wurde. Genau. Auf dem weiteren Bild sieht man das Publikum vor dem Oskar-Niemeyer-Haus, wie sie die Wiese erforscht und sich für eine Theorie entscheidet, was hier vorhanden ist. Genau. Umtrieben hat uns sehr die Frage, was es braucht zum Mitgestalten oder Mitmischen. In der Moderation wurde Aneignung gesagt oder auch zum Aneignen für Kinder und Jugendliche und haben dieses am Ende des Audiobooks auch ins Publikum weitergegeben. Nun möchte ich noch einen Teil des Audiowalks vortragen. Leider ist es nicht möglich, die Datei abzuspielen aus datenrechtlichen Gründen, weil aufgenommen ist es auch mit Stimmen der Schülerinnen und Schüler. Und ja, also. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen auf der Ausstellungseröffnung der Interbau 2019. Ihr fragt euch bestimmt, warum ihr hier steht. Warum heute schon wieder eine Interbau veranstaltet wird. Wir wollen es euch zeigen. Ihr werdet von den Stimmen der Stadtplanerinnen und Architekten höchstpersönlich durch die Ausstellung geführt. Bitte folgt jetzt aufmerksam dem freundlichen Guide, der euch gerade winkt. Während er euch zum Eingang der Ausstellung begleitet, werden Ihnen nun einige Details zu den Zyklen des Hansaviertels verraten. Viele von Ihnen wissen sicher bereits, wie es zu dem Hansaviertel kam, wie wir es heute kennen, wie es nach dem Krieg aufgebaut wurde, wie viele unterschiedliche Architekten diesen ganz besonderen, schlichten und doch schönen Stil herausarbeiteten und eine Art Dorf, eine kleine Stadt in der Großstadt entstand. Ein eigenständiger, grüner Teil einer eigentlich so grauen Stadt. Was wahrscheinlich die wenigsten von euch wissen, ist, dass das nicht das letzte Mal war, dass sich das Hansaviertel erneuert. In Wahrheit entsteht es alle paar Jahre neu. Ja, wir alle warten auf den Phönix aus der Asche und er macht jedes Mal alles noch neuer und moderner als jemals zuvor. Wir sehen es ja schon in der Geschichte des Viertels. Von den sumpfigen Schöneberger Wiesen zum engen Altbauviertel, zum neuen Hansaviertel bis hin zu dem, wo wir jetzt stehen. Dazu gibt es natürlich eine wissenschaftliche Erklärung mit einer dazu aufgestellten Gleichung zur Berechnung. Diese zeigt, dass ihr alle gerade am richtigen Ort zur richtigen Zeit seid. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit unserer wertschätzenden Planungsarbeit, unseren vielen bahnbrechenden Ideen und der Verknüpfung dieser, damit das kommende neue Hansaviertel alle vorherigen mit Leichtigkeit in den Schatten stellen kann. Glücklicherweise sind die Zeiten der Kahlschlagsanierung vorbei. Behutsam werden wir berücksichtigen, was gut funktioniert hat und es erweitern durch das, was fehlt. Wo nötig, werden wir auch Korrekturen vornehmen, denn perfekt ist hier bei weitem nicht alles.
auch wenn das ursprünglich mal so gedacht war. Keine Angst. Keiner hat hier die Absicht, die Werke von Star-Architekten nicht zu respektieren oder Häuser gar abzureißen. Und los geht's. Bitte folgt jetzt dem Guide zum Tor der Ausstellung. Oh, stopp! Achtung! Manche Objekte sind bereits fertiggestellt, andere im Bau. Von anderen könnt ihr hingegen erst die Pläne bewundern. Alles, was ihr sehen werdet, ist inszeniert. Lasst euch nicht täuschen. Es ist die Stadt von morgen, über die wir hier sprechen. Alles, was ihr seht, es ist nicht echt. Das Morgen ist noch nicht eingetreten. Klar? Und los! So, hier wären wir. Willkommen in der Stadt von übermorgen. Moment, das war doch die Stadt von morgen. Nee, das war doch vorgestern, als ihr das gesagt habt. Denn dann ist die nächste Stadt die Stadt von übermorgen. Kann sein, aber das Morgen ist doch schon längst zum Heute geworden und das Heute zum Gestern. Somit wären wir wieder ganz am gleichen Punkt wie damals. 1957, 1874 und so weiter. Kurz vor Beginn der Stadt von morgen eben. Na gut, liebe Besucherinnen und Besucher, wir erklären euch das mal. Geht doch mal direkt zum Eingang der Ausstellung, wo ihr gerade herkommt. Da, wo U-Hansa-Platz draufsteht. Genau. Es war einmal die Stadt von gestern. Diese Stadt war für eine frühere Zeit und die damals gültigen Lebensbedingungen der Menschen gebaut. Sie wurde dann durch den Krieg vollkommen zerstört. Die Zeit danach? Ja, geht jetzt bitte weiter auf die Höhe des Pools. Die 50er Jahre. Das war die Stadt von heute. Die muss ganz schlimm gewesen sein. Nach allem, was wir gehört haben. Überall veränderte Arbeitsbedingungen, die wussten nicht, was sie mit ihrer neu gewonnenen Freizeit anfangen sollten. Keiner wusste mehr über den Sinn seines Daseins. Die Familien lebten sich völlig auseinander. Der Stadtbevölkerung war das Menschenrecht genommen, bei offenem Fenster zu schlafen. Überall krebserregende Substanzen in Luft und Wasser, ohrenbetäubender Lärm durch den Verkehr. Alle lebten in engen Mietskasernen, ohne Grünfläche, ohne Bäume, ohne Wasser, ohne Luft. Und darum wurde damals wie heute eine Interbau veranstaltet. Die Stadt von morgen stand und steht nun kurz bevor. Und zwar, ja, geht jetzt weiter. 3 Schritte in Richtung Bücherei. 1, 2, 3. Jetzt. Ihr seid jetzt in der Stadt von morgen. Das war mal eine ganz große Sache. Eine neue Stadt, eine neue Gesellschaft. Aber wenn sich diese mal ausgelebt und ausgelatscht hat, dann ist man eben wieder in der Stadt von gestern. Und der Zyklus geht wieder von vorne los. Wir sind natürlich schon wieder eine Runde weiter. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Ab sofort wird sich unser Guide eher im Hintergrund halten, damit ihr in Ruhe die Ausstellung der Stadt von morgen genießen könnt. Im Notfall ist er natürlich immer für euch da. Das war's vom Audiowalk. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die weiteren Präsentationen.